Auf den ersten Blick erinnern diese 21 Stelen an das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Doch sie stehen im thüringischen Bornhagen auf dem Nachbargrundstück des Hauses des AfD-Politikers Björn Höcke. Innerhalb von 4 Tagen haben Aktivisten der Gruppe Zentrum für politische Schönheit sie errichtet. Die Gruppe ist bekannt für umstrittene Inszenierungen. Das Geld wollen sie im Internet gesammelt haben. Heute Morgen um 6 Uhr wurde das Denkmal enthüllt, gut sichtbar von Höckes Haus aus. Und wir haben Björn Höcke, der dort oben wohnt, ein Denkmal gebaut, das ihn daran erinnern soll, dass Schuld dann von einem weicht, wenn man Verantwortung übernimmt. Gemeint ist Höckes umstrittene Dresdner Rede vom Januar 2017. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Höcke, so fordern die Aktivisten in einem Internet-Werbevideo, solle vor dem Denkmal niederknien und um Vergebung bitten. Und damit nicht genug. Vor 10 Monaten zogen die Aktivisten in Höckes Nachbarschaft, beobachten ihn, weil, wie sie behaupten, der Verfassungsschutz das nicht ausreichend tue. Höcke äußerte sich heute nicht, dafür ein Sprecher. In Bornhagen wird eine ganze Familie gestalkt. Ihr wird nachgestellt. Sie wird ausgespäht, fotografiert und es wird dadurch wie in einer psychologischen Kriegsführung Druck auf eine ganze Familie ausgeübt, obwohl man ja eigentlich nur einen einzigen treffen möchte. Am Nachmittag kam es zwischen den Aktivisten, Anwohnern und einer herbeigerufenen Bürgerwehr zu Handgreiflichkeiten. Eines haben die Künstler geschafft: bundesweite Aufmerksamkeit. Thüringens Landtagspräsident Karius verglich die Aktion mit Stasi-Methoden. Und auch die jüdische Gemeinde Erfurt zeigte Unverständnis.